Kennst du den Begriff 3DS-Technologie schon? Auch wenn er dir gerade nichts sagt, du bist hier bestimmt schon einmal über den Weg gelaufen. Vielleicht erinnerst du dich, dass du mal beim Bezahlen online auf eine Seite weitergeleitet wurdest, auf der du deinen Einkauf bestätigen musstest. Genau das ist 3D-Secure-Technologie. 3D-Secure oder kurz 3DS bietet Sicherheit beim Online-Shopping. In diesem Video fassen wir zusammen, wie dir 3DS in Sachen Geld und Sicherheit hilft. Hier sind die 5 Dinge, die du über die 3DS-Technologie wissen solltest. 3DS ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme fürs Online-Shopping. Anstatt einfach nur auf Kaufen zu klicken und auf dein Paket zu warten, erhältst du eine Nachricht von deiner Bank. Du kannst die Transaktion dann entweder mit deiner PIN auf deinem verknüpften Gerät bestätigen oder den Auftrag löschen. Zack, gekauft. Bei einer 3DS-Transaktion sind 3 Domains oder Bereiche beteiligt. Die erste Domain ist deine Bank oder dein Kreditkarteninstitut. Die zweite ist der Händler und die dritte ist 3DS selbst. Also die sichere Schnittstelle zwischen Händler und Kunde. 3DS ist quasi wie ein Türsteher im Club, der kontrolliert, dass nur echte Transaktionen reinkommen und keine gefälschten. Du denkst jetzt vielleicht, Moment mal, das müsste ja dann eigentlich länger dauern. 3DS ist tatsächlich ein einfacher Prozess, der innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist. Und die paar zusätzlichen Sekunden investierst du bestimmt gerne, damit deine Transaktionen sicher sind, oder? Nur weil du 3DS aktiviert hast, musst du deine PIN nicht bei jedem Einkauf angeben. 3DS springt nur an, wenn deine Bank eine Sicherheitslücke vermutet oder wenn lokale oder internationale Regulationen das so verlangen. Du hast es gern sicher und bequem? Wir auch. Deshalb bieten wir bei jedem N26-Konto 3D Secure als kostenloses Sicherheitsfeature an. Außerdem nutzt deine N26-App noch zusätzliche Sicherheitsverfahren, um dir bestmöglichen Schutz zu bieten. Wenn du mehr über Sicherheit bei N26 erfahren willst, klicke auf den Link am Ende des Videos.